Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Heute spielen wir mal ein neues Spiel auf diesem Kanal und zwar nennt sich dieses Spiel Saint Seiya. Ja, was ist Saint Seiya? Ich habe es vorhin auch nicht gekannt, aber es ist ein Manga bzw. auch eine Anime-Serie und ich lese euch da mal den ersten Wikipedia-Absatz vor, also ich zitiere da mal kurz draus. Saint Seiya ist eine weltweit erfolgreiche Manga-Serie des japanischen Zeichners Masami Kurumada, die ebenfalls eine erfolgreiche Umsetzung als Anime-Serie kennt. Saint Seiya wird dem schönen Genre sowie Action, Fantasy und Drama zugeordnet. Die Protagonisten sind Reinkarnationen griechischer Götter und Mythengestalten und bilden ein Sentai-Team. So Leute, jetzt wissen wir, um was in Saint Seiya geht, aber wir wissen noch immer nicht, wieso heute das so mit einem Rahmen hier gespielt wird und nicht so Fullscreen. Ja Leute, der Grund dafür ist, dass dieses Video heute von BlueStacks unterstützt wird und mit BlueStacks könnt ihr eure Handy-Games auf dem PC spielen und das mache ich heute auch gerade. Deswegen ja, der Rahmen und falls ihr eure Handyspiele auch am PC spielen möchtet, in der Beschreibung findet ihr den Link zu BlueStacks, da könnt ihr euch das alles runterladen. So, ich würde sagen, wir gehen hier gleich mal weiter und ich sage gleich mal vorneweg, man muss nicht die Manga-Serie oder die Anime-Serie hier von Saint Seiya gesehen haben, um in das Spiel zu kommen, denn hier gibt es eine neue Story, man kommt hier wirklich sehr, sehr gut rein in die Story, es wird sehr, sehr gut erzählt. Hier reden die Protagonisten hier mit japanischem Hintergrund, aber ja, es wird auch viel in Deutsch erzählt, es ist wirklich sehr gut die Umsetzung, auch die ganzen Übersetzungen sind alles mega, mega gut. Und ja, wir kämpfen hier in einem Viererteam, in einem Sentai-Team, habe ich mich vorher auch informiert, das geht auch immer in diesen japanischen Mangas und Animes. Ein Sentai-Team besteht aus 5 Charakteren, selten aus 4, aber wir haben hier 4, weil wir eben die anderen Plätze noch nicht freigespielt haben, die schalten wir erst in ein paar Levels frei. Und ja, momentan bin ich hier auf Autokampf, ich mache eigentlich also gar nichts, ich kann nur unten hier die Fähigkeiten umstellen, die hier, die beim Angriff benutzt werden soll. Und hier steigen dann auch meine Charaktere auf. Ja, das Spielprinzip ist ähnlich wie bei vielen anderen Games, man sammelt hier Charaktere, aus denen man hier sein Team zusammenstellt. Deswegen würde ich sagen, wir holen uns gleich nach dieser Quest einen neuen Charakter, den muss man so beschwören aus den Sternenbildern, denn wie ihr schon gesehen habt, gelesen habt vorhin, ist ja die Reinkarnation von griechischen Göttern. Und ja, da gibt es auch viel um Sternenbilder. Wir haben hier alles mögliche an Sternenbilder zusammen. So, Belohnung erhalten. Hier können wir einmal noch kämpfen gegen den Zufluchtspriester. Ich könnte natürlich hier euch alles vorlesen, aber das macht ihr dann selber, wenn ihr das Spiel spielt. Wie gesagt, mit BlueStacks könnt ihr das ganz, ganz easy spielen. Die Einrichtung erfolgt sehr, sehr leicht. War selber überrascht, wie leicht das eigentlich geht, mit BlueStacks das Ganze einzurichten. Denn ich bin es von Android-Handys gewohnt, dass es immer ewig braucht, bis ich mir endlich was aus dem App Store laden kann. Aber hiermit ging es eigentlich ziemlich, ziemlich leicht. So, hier kommt China. Gegen die haben wir schon mal, die ist schon mal vorgekommen. Gegen die haben wir normalerweise auch schon gekämpft. Aber okay, kämpfen wir nochmal. Ja, Auto Battle ist ziemlich easy. Ich würde sagen, wir treten gleich gegen die an. Und ja, da unten könnte ich jetzt umstellen. Ich schalte hier mal auf Standardangriff an. Schalte hier mal auf Standardangriff um. Da machen die das, ja, setzt da was anderes ein. Denn der andere Angriff würde Energie verbrauchen, was ihr hier rechts oben seht mit den 4 Dingen hier. Aber irgendwann gehen die auch auf 6. Jetzt bei Runde 3 sind hier 6 Energiebalken hier. Und ja, finde ich cool, dass ich hier eine Maus habe. Die seht ihr ja auch. Und ich kann euch da sehr, sehr leicht was zeigen, denn mein Greenscreen ist ja auch nur beschränkt. Ja, so. Okay, das zweite Gefecht sind hier mehrere und hier ist sie eigentlich. Da oben ist die Energieleiste. Ich habe lange die Energieleiste der Bosse gesucht, aber die ist ganz oben am Rand. Hier unten hat sie keine. Aber na gut, so, ich würde sagen, wir schalten hier wieder um auf diese Fähigkeit, denn die Fähigkeit greift alle auf einmal an und das ist schon um einiges besser. Aber Leute, ich habe hier geloost. Aber egal, wir können nämlich unsere Helden verbessern, indem wir hier auf Verbessern drücken und können ihnen einen Levelaufstieg kaufen. Wir haben 249.583 von diesem Elixier und hier können wir gleich mal 3 Level uns holen und somit sind wir gleich mal um etwas stärker. Aber wir wollen nicht nur den Wolf hier verbessern. Nein, wir wollen hier auch
ja, Pegasus Sire hier verbessern unserem Hauptprotagonisten hier im Spiel, dass ich das was rausbekomme. So, du erhältst 3 Level, machen wir. Hier ist es auch um einiges billiger. So, ich würde sagen, das machen wir einfach bei allen. Und dann sollten wir hoffentlich gewinnen. So, der ist 13, 17, 13, 7. Das können wir jetzt auch noch machen, verbessern. Hier haben wir es, auch 3 Level. Den geben wir auch Level 13. Ich möchte nicht das ganze Elixier verbrauchen, denn wenn wir uns dann einen neuen Charakter holen, der braucht dann ja auch wieder was. So, nochmal hier 3 Leveln. Und hier nochmal. So, jetzt sind wir unter 100.000. Deswegen lassen wir das jetzt mal so bleiben. Ja, jetzt treten wir gleich nochmal hier im Kampf an. Mal schauen, wie das jetzt passiert. Ich muss sagen, das war jetzt ziemlich, ziemlich rasch, dass wir hier draufgegangen sind. Habe ich eigentlich nicht mitbekommen ganz. Aber na gut, wir sind jetzt stärker geworden. Und somit können wir hoffentlich auch das hier schaffen. Ansonsten schauen wir mal rein in die Beschwörungen. Vielleicht finden wir da einen neuen coolen Helden. Ja, ich muss sagen, Spiel ist für ein Handygame mega, mega nice. Die ganzen Animationen, auch die Story, mega cool. Also, das lohnt sich schon. Deswegen, wie gesagt, könnt ihr auf Bluestacks spielen und Bluestacks könnt ihr hier in der Beschreibung downloaden. Wäre cool, wenn ihr das machen würdet. So. Yes, jetzt sieht es um einiges besser aus. Hat nur noch 61. Yes, da ist sie weg. Und jetzt auch noch der Scherge hier neben. Easy. Alles klar. So leicht kann es gehen. Win. Und hier bekommen wir auch wieder diesen heiligen Erfahrungstrank. Damit wir hier uns upgraden können. So, Belohnung. Noch mehr Erfahrungstränke. Sehr, sehr nice. So, Aufstieg auf Level 8. Ich glaube, ich kann jetzt bei Level 13 einen weiteren Kämpfer in mein Team stellen. Level Aufstiegsbelohnung. Was gibt's hier? Yes, Gold, Diamanten. Alles haben wir da. Die gewöhnlichste Währung in der Welt, der Heiligen. Damit kannst du einige Gebühren bezahlen, um Artikel im Shop zu kaufen. Okay. Beschaffung mystischer Schatz, Kriegsberührung. Mystischer Schatz hört sich gut an. So, wir gehen jetzt auf Beschwören. Da oben ist das. Und dann gehen wir in den Sternenhimmel. Wie gesagt, es geht hier sehr, sehr oft um Sternenbilder. Fortgeschritten können wir nicht machen. Ja, normal können wir machen. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Kraken, Isaac. So, das war's leider schon mit dem Beschwören, denn wir haben keine Edelsteine mehr. Die müssen wir uns entweder kaufen oder wir holen sie uns so. Ja. So, es gibt auch das Städtchen. Hier kann man dann wirklich andere Spieler auch sehen und treffen. Die laufen hier auch herum, nachdem es geladen hat. Kann man hier frei herumlaufen, finde ich auch ziemlich cool. Und da kann man dann ja so mit dem einen oder anderen hier mal ein Gespräch anfangen. Und zusammen dann in die Schlacht ziehen. So, erlebe Hauptgeschichte 3, würde ich sagen, gehen wir gleich mal rein. Kapitel 3, Wiederherstellung des Gewands. Wenn mein Leben den Sieg meines Bruders erkaufen kann, dann nimm es. Okay. Ja, Leute, es hat jemand das goldene Gewand gestohlen bei einem Turnier und das müssen wir uns jetzt zurückholen. Wie gesagt, die Story ist schon ziemlich, ziemlich nice. Es ist auch sehr, sehr gut umgesetzt. Ich bin wirklich nicht so in dieser Manga- bzw. Anime-Welt drinnen. Ich kenne mich da wirklich sehr, sehr wenig aus, was ich eigentlich auch sehr schade finde. Und es ist halt wirklich cool, wenn man dann so die Möglichkeit bekommt, da mal auch reinzusehen. Aber na gut, Leute, ich hoffe, ich konnte euch hier einen kleinen Einblick in Saint Seiya liefern. Ich hoffe noch immer, dass ich das richtig hier ausspreche. Ja, nochmal vielen Dank an Bluestacks, die dieses Video unterstützt haben. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch dieses Video gefallen hat, nicht vergessen, hier einen Daumen nach oben zu geben. Und falls du neu hier bist, würde ich mich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Und ja, wenn du die Glocke aktivierst, dann wäre das auch mega, mega cool. So, Leute, und ich möchte hier kurz noch komplett raus, denn es gibt hier... Okay, wenn ich Story verlassen drücke, dann läuft er einfach weg. Ach so, nee, ich kann ja auch zurückdrücken. Weil ich möchte gerne auf den Titelbildschirm, denn ich finde den Titelsong von diesem Game mega nice. Der geht richtig ins Ohr. So, ich habe mich zwar schon verabschiedet von euch, aber da bin ich gerade noch drauf gekommen, dass ich euch... das zeigen möchte. So, komme ich da irgendwie zurück auf den Hauptbildschirm, ohne das Game jetzt zu schließen und neu zu starten. Sieht nicht danach aus. Schade.
Schade, 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 Leute. Aber na gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns. Bis dahin. Macht's auf alle Fälle gut. Und haut rein. Ciao.